Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Christsein. Ich erlebe mein Christsein und es auch von vielen anderen manchmal so. Ich zeige euch das. So. Mein Christsein ist manchmal so, wie wenn ich eine Decke über meinem Kopf habe. Ich sehe nicht richtig. Ich sehe nur sehr begrenzt. Ich erlebe mein Christsein oft als, ja, einfach grau, ganz normal, vielleicht ein bisschen eintönig. Und ich sehne mich nach mehr Herrlichkeit, nach etwas Herrlichem und Schönem in meinem Christsein, in meinem Alltag. Wir haben uns als Christen an vieles gewöhnt, oder? Es ist normal, in den Gottesdienst zu gehen. Es ist normal, in der Bibel zu lesen, zu beten oder sich mit anderen christlichen Freunden auszutauschen, in einer Kleingruppe oder in anderen Begegnungen. Aber ich sehne mich danach, dass mein Christsein weniger diese Decke über dem Kopf hat und mehr Herrlichkeit sieht. Dass mein Leben nicht so sehr bestimmt ist von dem Grau, was unmittelbar vor mir liegt, sondern von der Herrlichkeit, die darüber hinaus zu sehen ist. Und ich erinnere mich, dass mein Christsein so gestartet hat. Vielleicht geht dir das auch so. Damals war es anders, als ich das erste Mal so richtig das Evangelium von Jesus Christus verstanden habe. Die gute Nachricht, dass Jesus Christus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und mich gerettet hat und mir ein neues Leben geschenkt hat. Da war ich erfüllt von Freude und Frieden. Da habe ich Herrlichkeit erlebt und gesehen. Bei mir ist das schon eine ganze Reihe von Jahren zurück. 24 Jahre. Und in dieser Zeit gab es Höhen und Tiefen, herrliche Momente und graue und eintönige Momente. Aber ich will mit euch gemeinsam heute sehen und schauen, wie herrlich Jesus ist. Weil ich davon überzeugt bin, dass das mein Christsein verändert, radikal verändert. Dass mehr Herrlichkeit in meinen Alltag als Christ hineinkommt. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam den Text lesen aus der Bibel, aus Gottes Wort, der dieser Predigt zugrunde liegt. Es ist letztlich ein Vers. Ein Vers, 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Dort heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du uns heute Morgen dein Wort geschenkt hast. Dein Wort, was Leben bringt. Und ich danke dir für dein Wort für uns, durch das wir sehen dürfen und erleben dürfen, wie herrlich du bist. Und deshalb bitte ich dich, dass du jetzt unsere Herzen und Ohren öffnest, dass du zu uns sprichst, dass du uns anrührst durch deinen Heiligen Geist, sodass wir deine Herrlichkeit heute Morgen, jetzt hier in diesem Gottesdienst sehen und erleben und dass das unser Leben verändert. Danke, dass du verheißen hast, durch dein Wort zu uns zu reden. Amen. Wir schauen uns diesen Vers jetzt an. Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther. Es ist der zweite Brief und wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den Vers und werden gleich noch ein bisschen drumherum schauen, was dort drumherum steht. Aber dieser Vers beginnt mit wir alle aber. Wir alle aber. Paulus macht hier sehr deutlich, das ist kein Privileg, was ich jetzt schreibe, für manche Christen. Für die, die ein bestimmtes Level erreicht haben, vielleicht für die Apostel. Aber für euch als Gemeinde ist das noch nichts. Dieses Alle schließt alle Christen ein. In Korinth damals, ob sie am Anfang ihres Glaubens standen, ob sie Babys waren im Glauben oder ob sie schon 30 Jahre unterwegs waren mit Jesus.
Und genauso schließt es dich ein, wenn du Jesus folgst. Du bist mit dabei. Ich bin mit dabei. Hier geht es nicht um eine exklusive Gruppe von Superheiligen, die mehr erleben und mehr wissen und mehr können als ich. Hier geht es um dich und mich. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht oder mit unverhülltem Gesicht, indem wir mit unverhülltem Gesicht schauen. Das heißt, wir alle haben die Möglichkeit, eine freie Sicht zu haben auf die Herrlichkeit. Da kommen wir gleich zu. Es ist kein Hindernis zwischen mir und der Herrlichkeit, die ich sehen darf. Wir schauen mit unverhülltem Angesicht. Wir haben keine Decke über dem Kopf. Unser Blick ist nicht verhüllt, sondern er ist frei. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass der Kontext, in dem Paulus das schreibt, ganz entscheidend dazu beiträgt, das mehr zu verstehen. Der Kontext in den Versen vorher ist das Geschehen vom Volk Israel in der Wüste. Nach dem Auszug aus Ägypten, das Volk Israel hat viel Herrlichkeit gesehen. Sie haben viel Herrliches erlebt. Wenn ich diese Kapitel lese im 2. Mosebuch, dann denke ich manchmal, oh, da wäre ich gerne dabei gewesen. Das muss doch krass gewesen sein, die Herrlichkeit Gottes so hautnah zu erleben. Dann gibt es andere Momente, wo ich erschrecke und wo ich denke, da bin ich froh, nicht dabei gewesen zu sein. Aber das Volk Israel hat Gottes Macht auf eine Art und Weise erlebt, wie wir es uns kaum vorstellen können, durch den Auszug aus Ägypten. Wunder nach Wunder. Ein gigantischer Beweis von Gottes Macht nach dem anderen. Und dann ist das Volk Israel in der Wüste angekommen. Sie sind befreit, gerettet. Die Ägypter haben sie hinter sich gelassen. Gott hat sie zerstört. Gott hat das Volk Israel gerettet und macht es zu einem neuen Volk am Berg Sinai. Er erscheint mit seiner Herrlichkeit und er gibt dem Volk den Auftrag, diese Stiftshütte zu bauen. Und die Stiftshütte, die sehr detailliert beschrieben ist, strahlt an jeder Stelle, wo wir hinschauen, Herrlichkeit aus. Sie ist ein Spiegelbild von Gottes Wesen. So herrlich wie Gott ist, so herrlich soll diese Stiftshütte sein, sodass das Volk Israel jeden Tag, wenn sie die Stiftshütte sehen, dass sie erinnert werden, wie herrlich ihr Gott ist, der sie befreit und gerettet hat. Dazu kommt, dass Mose auf dem Berg mit Gott geredet hat, ihm begegnet ist. Und was passiert, als Mose zurückkommt vom Berg? Sein Angesicht strahlt. Sein Angesicht strahlt voller Herrlichkeit Gottes. Was muss das für ein Anblick gewesen sein? Könnt ihr euch das vorstellen? Es war so anders, so herrlich, dass die Israeliten gesagt haben, Mose, wir können dich nicht anschauen, wir können nicht in dein Gesicht schauen, das halten wir nicht aus. Das ist uns zu herrlich, zu krass. Und so hat Mose sein Angesicht mit einer Decke verhüllt. Müsst ihr euch das vorstellen? Mose ist so durch das Lager gelaufen. Und nur wenn Mose in die Stiftshütte gegangen ist, hat er die Decke abgenommen in der Gegenwart Gottes. Wie viel Herrlichkeit ist dort gewesen? Aber Paulus benutzt dieses Bild von der Decke, die über Mose war, als er zum Volk gegangen ist, weil es so herrlich war, sein Gesicht, benutzt Paulus als Bild dafür, indem er deutlich macht, so eine Decke haben die Juden über ihrem Kopf, über ihrem Herzen, wenn sie das Alte Testament lesen und nicht verstehen, dass das ganze Alte Testament auf Jesus Christus hinweist und dort seine Erfüllung hat. Paulus sagt, in Christus wird diese Decke weggenommen. In 2. Korinther 3, Vers 16 sehen wir das. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Das heißt, wir können die Bibel lesen, von vorne bis hinten, von hinten bis vorne. Wir können sie auswendig lernen und studieren. Wenn wir nicht begreifen, dass es um Jesus Christus geht, dass er das Leben ist für dich und mich, dann leben wir mit so einer Decke, dann lesen wir mit so einer Decke. Wir verstehen nicht wirklich, was da drin steht. Und erst wenn wir Christus erkennen,
schauen wir mit neuen Augen, wird die Decke hinweggetan, sehen wir mit unverhülltem Angesicht klar, direkt Gottes Herrlichkeit. Jesus ist unendlich größer und herrlicher, als es Mose war. Wenn Moses Angesicht schon mit solcher Herrlichkeit ausgestattet war, nachdem er Gott begegnet ist, wie viel mehr sehen wir die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus, seinem Sohn? Im Alten Testament muss jeder, der Gottes Angesicht sieht, sterben. Gottes Heiligkeit ist nicht vereinbar mit unserer Sündhaftigkeit. Und, kannst du meine Wasserflasche? Gott sehen bedeutet sterben im Alten Testament. Mose ist die gigantische Ausnahme. Wir wissen nicht alle Details, wie das aussah, als er Gott begegnet ist. Aber die Bibel macht deutlich, in Jesus haben wir eine freie Sicht, einen direkten Zugang zu Gott. Das, was vorher undenkbar war, ist jetzt unser Privileg, unser Geschenk. Unter unserer Decke können wir nur auf uns selbst schauen. Auf unsere eigenen Umstände. Unser Selbstmitleid wird dadurch gefördert, weil wir nicht weiter blicken. Und erst wenn wir die Decke wegtun, auch in unserem Christsein, haben wir eine freie und klare Sicht auf Jesus und auf seine Herrlichkeit. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit Gottes, seine Majestät, seine Gegenwart, so wie Mose diesem heiligen Gott begegnet ist, so begegnen wir der Herrlichkeit Gottes. Das Wort herrlich ist so viel mehr als einfach nur schön. Wie beschreibst du etwas, was herrlich ist? Es ist ein Superlativ, wo es nicht mehr besser geht. Es ist etwas, was absolut perfekt ist, was umwerfend ist, was dich total flasht, wo du nur am Staunen bist. Die Herrlichkeit Gottes macht deutlich, das ist Gott. Gott ist in seinem Wesen absolut herrlich. Es gibt keinen, der vergleichbar ist mit ihm. Mein Alltag ist so viel anders als Gottes Herrlichkeit. Mein Alltag, der klein ist und unvollkommen ist, behaftet mit Versagen und Sorgen und Zweifeln und Ängsten. Es ist so ein Gegensatz zu Gottes Herrlichkeit. Und Paulus sagt trotzdem, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Im Alten Testament konnte das Volk nicht nur die Stiftshütte sehen, sondern sie hatten auch die Wolkensäule und die Feuersäule als Hinweis und als Blick für Gottes Herrlichkeit und Gottes Gegenwart unter dem Volk. Dann die Stiftshütte dazu und später, als das Volk Israel im Land Kanaan war, der Tempel, der Ort war, wo sie Gottes Herrlichkeit begegnen konnten. Im Neuen Testament lesen wir im Johannesevangelium, dass wir in Jesus die Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Es ist ein völlig anderes Bild. Jesus ist der neue Tempel, er ist die neue Stiftshütte, er ist die Wolken- und Feuersäule, er ist die Gegenwart Gottes leibhaftig auf der Erde, er ist Gottes Herrlichkeit in Person. Und deswegen ist es entscheidend, wie wir Jesus sehen. Wie wir Jesus sehen. Wir dürfen sehen, wie herrlich Jesus ist. Und dieses Sehen, dass keine Missverständnisse aufkommen, dieses Sehen ist anders, als wenn du einen Film anschaust. Als wenn du vielleicht gestern Abend oder heute den Fernseher anmachst und du siehst dir einen Film an oder eine Serie. Dieses Sehen von der Herrlichkeit Jesu ist etwas anderes.
Es ist nicht einfach nur, ich schaue etwas und okay, es gefällt mir oder ich nehme das einfach wahr, sondern es ist ein Sehen im Sinne von, ich schätze es wert, ich liebe es, ich erlebe, wie herrlich Jesus ist. Es betrifft mein ganzes Sein, es betrifft mein Denken, Fühlen und Wollen. Es ist nicht etwas Nüchternes, was ich von außen betrachte und anschaue, sondern es betrifft mich. Und wenn ich Jesus sehe, dann geht der Blick weg von mir. Die Decke habe ich weggetan, indem ich Jesus anschaue. Und ich schaue nicht auf mich, was ich brauche oder was mir nützt. Ich schaue nicht auf andere, was sie über mich denken und sagen, sondern ich schaue auf Jesus. Mein Blick geht auf ihn. Weg von mir, hin zu ihm. Ich liebe Sonnenuntergänge am Meer. Wer von euch mag das auch? Das ist mein absolutes Lieblingserleben in der Natur. Berge finde ich auch toll, aber ich bin kein Riesenfan von Bergen. Sonnenuntergänge am Meer, da geht nichts drüber. Ein absolut herrlicher Sonnenuntergang am Meer. Ich stehe davor und was mache ich? Ich staune. Ich staune. Ich bete an. Aber wen bete ich an bei einem Sonnenuntergang? Keiner von uns. Ich würde sogar behaupten, selbst sogar alle Nichtchristen, Leute, die nichts mit Gott zu tun haben, keiner von uns kommt auf die Idee, einen Sonnenuntergang anzuschauen und dabei sich selbst zu beglückwünschen dafür. Wie toll habe ich das hinbekommen, diesen Sonnenuntergang? Sondern der Sonnenuntergang drängt mich dazu, den Schöpfer dieses Sonnenuntergangs anzubeten. Und über ihn zu staunen und auf meine Knie zu fallen und ihn zu ehren. Und genauso ist es mit dem Blick auf Jesus. Das passiert, wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. Wir beten an. Wir schauen weg von uns selbst. Wir beglückwünschen nicht uns selbst. Wir schauen auf Jesus und beten ihn an. Und die spannende Frage, die wir jetzt anschauen wollen, ist, wie machen wir das? Wie erleben wir, wie sehen wir in unserem Leben heute in 2021 die Herrlichkeit Jesu? Wir wollen verschiedene Dinge durchgehen. Aber ein wesentlicher Punkt sind die Berichte in den Evangelien über Jesus. Kennst du die Berichte von Jesus, was Matthäus, Markus, Lukas und Johannes über Jesus geschrieben haben? Was wir durch Gottes Geist und Gottes Wirken festgehalten haben in seinem Wort. Wenn du das liest, siehst du Jesus. Stell dir vor, du bist da. Stell dir vor, du bist mit Jesus da an dem See, wo er zu seinen Fischern sagt, hey, fahrt noch mal raus, auch wenn ihr nichts gefangen habt. Und auf einmal droht das Boot unterzugehen, weil sie einen Riesenfang gemacht haben. Stell dir vor, du bist mit Jesus und den Jüngern in dem Boot, wo der Sturm kommt und sie Todesangst haben. Und Jesus spricht ein Wort. Und die Wellen legen sich und der Sturm ist vorbei. Stell dir vor, du bist da, wo Jesus in die Synagoge geht und predigt. Und alle staunen und sagen, das ist kein Mensch. Der redet mit Gottes Autorität. Da muss mehr dahinter stecken. Stell dir vor, du erlebst, wie Jesus zu dem Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und als ob nicht das schon genug wäre, sagt er danach noch, hey, und steh auf, nimm deine Matte und geh. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes in Jesus, in den Evangelien in besonderer Weise. Und ich will drei Blickwinkel uns jetzt geben, wie wir die Herrlichkeit von Jesus sehen in unserem Leben. Wie du das machen kannst in der nächsten Woche. Ich habe gerade schon angedeutet, lies die Bibel, schau in Gottes Wort. Das ist der Punkt, wo Gott sich offenbart hat und wo wir Gottes Herrlichkeit erleben. Und lies die Bibel nicht wie einen nüchternen Bericht. Und ich sage, okay, es ist schön, diese Information zu haben,
und dann ist es abgehakt und ich gehe zum Nächsten. Wir sehen Gottes Handeln in der Schöpfung. Wir sehen Gottes Handeln in der Heilsgeschichte, in der Geschichte, wie er Israel erwählt und rettet aus Ägypten, durch die Wüste führt, in das verheißene Land führt, wie er einen Messias ankündigt und wie das in Jesus zur Erfüllung kommt. Wir sehen Gottes erwählendes Handeln. Wir erleben sein Handeln, wie er uns rettet von der Sünde und dem Tod hin zu einem neuen Leben. Wir sehen, wie Gott den Weg geht durch Jesus am Kreuz zu sterben. Der, der von keiner Sünde wusste, wird für uns an unserer Stelle zur Sünde gemacht. Wir sehen, wie herrlich Jesu Auferstehung ist, wie er den Tod besiegt hat und wie er in den Himmel auffährt. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die wir finden können, wo wir Gottes Herrlichkeit sehen und erleben, wo wir innehalten müssen, wo wir nicht weiterlesen sollten, wo wir innehalten und diesen Blick wie beim Sonnenuntergang auf den Autor, den, der sich hier offenbart, auf Gott selbst richten, auf seine Herrlichkeit. Aber spannend zu fragen ist, an welche Herrlichkeit, was denkt Paulus hier in unserem Vers, in 2. Korinther 3, Vers 18, an was denkt Paulus in diesem Vers, wenn er davon spricht, dass wir die Herrlichkeit in Jesus sehen? Ich habe einen Hinweis im Kontext, im Zusammenhang. Das macht Sinn, dass Paulus uns das nicht verheimlicht, sondern dass er uns das zeigt. Was meint er damit? Wenn ihr ein paar Verse weiter schaut in Kapitel 4 hinein, dann sehen wir, dass Paulus in besonderer Weise das Evangelium von Jesus Christus im Blick hat. Kapitel 4, 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Da hast du dasselbe. Wir werden erleuchtet, du und ich, mit der Erkenntnis. Mit welcher Erkenntnis? Wovon? Was sollen wir erkennen? Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Und zwar, wie erkennen wir die Herrlichkeit Gottes? Im Angesicht von Jesus Christus. Dasselbe, derselbe Gedanke. Wir sehen Gottes Herrlichkeit, indem wir Jesus anschauen. Und in diesem Vers 6 steckt noch mehr drin. Da wird deutlich, Gott hat dem Licht geboten, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Und genauso, also das ist das Bild von der Schöpfung. Gott hat in der Schöpfung ganz am Anfang in die Finsternis hineingesprochen, es werde Licht. Und was ist passiert? Gott hat gesprochen und es ist passiert. Es ist Licht geworden, auf einmal, auf einen Schlag. Und Paulus sagt, genauso ist es mit unseren Herzen. In unseren Herzen ist es finster, ist Dunkelheit. Und was hat Gott getan im Evangelium durch Jesus Christus? Er hat es Licht werden lassen. Er hat in unsere Finsternis hineingeleuchtet und er hat Licht in unser Herz gebracht. Und diese Botschaft vom Evangelium verändert alles. Ohne diese Botschaft, ohne den rettenden Glauben an Jesus, bist du wie jemand, der diese Decke ständig über dem Kopf hat. Aber wenn Gott in dein Herz scheint, wenn Gott dein Herz erleuchtet durch Jesus Christus, dann erkennst du auf einmal seine Herrlichkeit. Die Decke wird weggetan. Und in Jesus sehen wir den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit. Deswegen, wie sehen wir die Herrlichkeit von Jesus am meisten? Indem wir uns das Evangelium anschauen, uns daran erinnern, wie Gott uns gerettet hat durch Jesus, indem wir darüber singen, indem wir uns damit ermutigen, indem wir dafür beten. Nichts kommt daran, an die Herrlichkeit, die wir sehen im Evangelium. Zwei Verse dazu aus dem Neuen Testament, Kolosser 2, Vers 9, die das nochmal unterstreichen. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Wir sehen die Herrlichkeit in Jesus von Gott, weil in ihm das ganze Wesen Gottes voll, 100% wohnt. Und Hebräer 1, Vers 3, er, Christus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wenn du etwas absolut Atemberaubendes und Herrliches sehen willst, dann schau auf Jesus in seinem Evangelium.
Das ist der Schlüssel, um die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Und ich wünsche mir, dass du heute Morgen das siehst, das erlebst. Und wenn du heute Morgen hier bist und das noch nicht in deinem Leben gesehen hast, Jesus noch nicht erkannt hast, diese Herrlichkeit noch nicht erlebt hast, noch nicht dein Leben bei Jesus festgemacht hast, dann will ich dich einladen, das zu tun. Das nicht hinauszuschieben, sondern zu sehen und im Glauben zu ergreifen, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass seine Herrlichkeit in Jesus offenbar geworden ist, der perfekt gelebt hat auf dieser Erde ohne Sünde, der aber dann stellvertretend für deine Schuld und für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, der auferweckt worden ist und der jetzt in der Herrlichkeit Gottes ist, um uns zu seinen Kindern zu machen und uns in diese genau in dieselbe Herrlichkeit zu führen. Wir haben die Zuversicht, wenn wir an Jesus glauben, dass wir eines Tages diese vollkommene Herrlichkeit sehen. Freust du dich darauf? Sehnst du dich danach? Hier auf dieser Erde, wir wollen die Herrlichkeit Gottes sehen und erleben und das ist wunderbar und das ist herrlich, wenn Gott uns das schenkt, aber es ist nicht alles. Es gibt einen Tag, an dem wirst du und an dem werde ich die Herrlichkeit Gottes in absoluter, atemberaubender Echtheit sehen und erleben. Und das Beste ist, es wird nie weggehen. Du wirst dich nicht umdrehen und sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal was anderes an. Oder, ach, schön, dass die Herrlichkeit mal 2 Tage da war und jetzt ist sie weg. Sie wird immer da sein. Es gibt keinen Tag, an dem du nicht die 100%ige Herrlichkeit Gottes erleben wirst. Lasst uns Jesus in seiner Herrlichkeit sehen, schon jetzt. Und ich habe 2 Punkte noch, wie wir das tun. Wie wir das auch in unserem Leben nochmal herunterbrechen. Wir haben das schon an manchen Stellen gesehen, in Gottes Wort und im Evangelium ganz zentral. Aber wir sehen, wir sehen, wie herrlich Jesus ist in anderen. In anderen. Schaut nochmal in den Vers, 2. Korinther 3, Vers 18b. Unser Wesen wird so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das ist atemberaubend. Das ist der Zusammenhang, hier geht es um Gottes Herrlichkeit in Jesus. Wir haben das angesehen und wir haben gesehen, wie herrlich, wie krass anders das ist. Und jetzt schaust du auf deinen Alltag und sagst, oh, das ist so wenig herrlich. Da ist so viel Graues, so viel Normales, so viel Unherrliches. Und Paulus sagt, diese Herrlichkeit Gottes, von der wir gerade geredet haben, die ist in uns, in dir, in mir. Unser Wesen wird so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das heißt nichts anderes, als dass du in der Verbindung mit Jesus immer herrlicher wirst. Immer mehr die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben sichtbar wird. Das ist unfassbar, oder? Je mehr Jesus in dir zu sehen ist, desto herrlicher bist du anzusehen. Desto schöner bist du anzusehen. Ich habe irgendwo den Spruch gehört oder aufgeschnappt. Wann ist dir das letzte Mal passiert, dass du mit Jesus verwechselt wurdest? Dass du Jesus zum Verwechseln ähnlich siehst? Das ist der Gedanke hier hinter, dass Gott uns so verändert, dass Leute sagen, hey, das sieht mir so aus wie Jesus, wie du hier bist. Wie du hier auf deiner Arbeitsstelle mit anderen umgehst, wie du dem hilfst, wie du redest. Was siehst du, wenn du andere Christen anschaust? Schau dich um, links neben dir, rechts neben dir. Was siehst du in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, wie auch immer, wenn du andere Christen anschaust? Denkst du dir, das könnte besser sein bei dem? Ah, ich wüsste da so eine Kante, die mir nicht so gefällt. Die sollten wir mal ein bisschen rundschleifen. Oder ah, da hat er sich wieder völlig daneben benommen. Wie kann der nur? Der ist doch Christ. Oder schaust du den anderen Christen an und sagst oder denkst in deinem Herzen, wow, ich sehe Jesus. Ich sehe Jesus. Ja, nicht perfekt. Da sind noch Dinge, die werden noch.
Aber ich sehe trotzdem Jesus. Ich sehe in meiner Gemeinde, wie herrlich Jesus ist. Ich sehe das dienende Herz von Pascal. Ich sehe die liebevolle Fürsorge von Renate. Ich sehe das beharrliche Beten von Brigitte. Ich sehe die notwendige Ermahnung von Daniel. Ich sehe die aufbauende Ermutigung von Erno. Ich sehe die hingebungsvolle Liebe von Karin. Jesus ist in deiner Gemeinde sichtbar. Jesu Herrlichkeit ist in deiner Gemeinde sichtbar und in den anderen. Und die Frage an dich ist und an mich ist, sehen wir das? Sehen wir das? Da kannst du jede Woche Gottes Herrlichkeit hautnah erleben, live, hier, auf dieser Erde, in deiner Umgebung, unmittelbar. Du darfst sehen, wie herrlich Jesus in anderen ist. Und gleichzeitig dürfen wir sehen, wie herrlich Jesus in mir ist. Das erschreckt uns vielleicht noch mehr, wenn wir sagen, okay, bei den anderen, super, freue ich mich, wenn da Jesus zu sehen ist. Aber ich weiß doch, wie oft keine Herrlichkeit in mir zu sehen ist, oder? Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, kennst du dein Herz ein Stück weit. Und du weißt, wie oft es doch weiter weg ist von Jesus. Und doch dürfen wir das festhalten und darin wachsen, dass die Herrlichkeit Jesu auch in mir zu sehen ist. Dass wir auch in diesem Prozess sind. Du bist auch in diesem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Du bist in dem Prozess, verändert zu werden, verwandelt zu werden. Und das kann ich dir hundertprozentig sagen, dass das so ist. Auch wenn du es vielleicht wenig siehst und erlebst. Weil das ist Gottes Plan und Wirken in deinem Leben. Gott rettet niemanden aus der Finsternis in sein Licht durch das Evangelium von Jesus, den er nicht auch verändert, Stück für Stück in seine Herrlichkeit. Das gibt es nicht. Was Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Und deswegen ist auch in dir, wenn du an Jesus glaubst und mit ihm unterwegs bist, Gottes Herrlichkeit sichtbar. Du wirst verwandelt. Mehr Anteil bekommst du an seiner Herrlichkeit. Paulus formuliert es so, wir werden in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert, umgestaltet. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Schritt für Schritt, immer weiter. Und das ist das Wirken des Geistes, nämlich vom Geist des Herrn. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist Gottes Plan, das in dir und mir zu vollbringen. Und der Punkt ist, dass Jesus auch in dir sichtbar ist. Seine Herrlichkeit, seine Freude, sein Frieden. Und da, wo wir diese Decke über dem Kopf haben, in unserem Alltag, in unserem Christsein, wo es dunkel ist, wo wir nichts von all diesem Herrlichen sehen, lade ich dich ein, heute diese Decke wegzutun. Lass sie dir wegnehmen. Weil wir dieses unfassbare Privileg haben, Jesus direkt anschauen zu können. In seinem Wort, im Evangelium, ganz klar. In deinen Mitgeschwistern, in der Gemeinde und darüber hinaus. Schau hin, schau, wo du Jesus direkt siehst. Mit unverhülltem Angesicht, einen freien Blick, wo Jesus herrlich ist. Und schau bei dir selbst, lass dich verändern. Von Jesus, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nimm diese Decke weg und sieh, wie herrlich Jesus ist. Amen.